wir werden uns jetzt nicht so vorstellen. Die Texte, die ich lese, habe im Wesentlichen ich geschrieben. Und die Texte, die Raffi liest, hat sie geschrieben. Manchmal wird es Zwischenrufe geben im anderen Text, aber sozusagen die Autoren lesen im Wesentlichen ihre eigenen Sachen. Alles klar? Wir haben ihr geliebtes Sonett, lakonisch, einfühlsam, luzide, kristallin, aus dem Herbstprogramm gestohlen und wir sind zu allem fähig. Das Sonett ist hier bei uns. Als Beweis hier ein Auszug in den Apparat gesprochen. Komm, sag was! Wir wünschen Blüte der Vollkommenheit, auf das der Schönheit Rose nie verdorrt, doch ist dem Tod die reife Frucht geweiht. Das reicht. Sie haben gehört, wir haben es in unserer Gewalt und werden es in einzelne Silben zerteilen und zu Haikus zusammenpicken, wenn Sie uns keinen Fluchtwagen beige sowie einen VW-Käfer zukommen lassen. Befreit werden die Texte nur, wenn Sie alle Forderungen der nachgestellten Manifeste umgehend erfüllen. IBAN AT 01-1200-065-475-43-1203, alles klar? 10 Maßnahmen zur Rettung der Literatur. Erstens, die Erfrischung. Ich sage es Ihnen hiermit und meine auch so, dass ich gerne verzichte auf eine Karriere am Literaturmarkt und den Wer-auch-immer-Preis. Das Sankt-Sowieso-Stipendium, das schießen mich ins Knien-Residence-Programm sowie auf ein Lob im Feuilleton des Potemkinschen Dorfbotens und die Empfehlung der berühmten Lektorin Barbie Puppi Eschowissen sowie den fetzigen Lummerland ist abgebrannt Slam und die Denn sie fühlt wie du den Schmerz-Anthologie. Denn der Preis dafür bei all diesen sehr wichtigen sowie mir innigst am Herzen liegenden Veranstaltungen am Start zu sein, wie es heißt, wäre es erfrischend zu sein. Und ich sage es ehrlich, ich fürchte, dass ich das nicht leisten kann. Maschinengewehrartig schießen derweil die Kulturleistungen, die schon wieder jemand vollbracht hat, aus dem Boden wie ein unterirdischer Fungus. Besonders erfrischt hat uns rezent beispielsweise Wea Kaiser, die uns mit ihrer luftigen Tischlerarbeit Blasmusik-Pop über alle Gott sei Dank unpolitischen Usancen des normalen Glücks unterrichtet hat. Zu ihrer tüchtigen Collage hat Frau Kaiser neben ihren drei großen Leidenschaften Altgriechisch, Fußball und Stöckelschuhe vor allem der Wunsch befleißigt, eine Abkehr von der österreichischen Moderne des Hasses zu vollziehen, da sie, wie sie weiter ausführt, einfach kein Mensch des Hasses, sondern der Liebe sei, sowie die ganze Welt unablässig umarmen könnte. Vor allem aber müsse man auch die imaginären Figuren mit Fairness behandeln. Die Kritiker winken sich in Anbetung vor der Frische des Blasmusikwerkes, während der Rest der Welt mit Blut, Schweiß und Plazenta-Resten bedeckt ist, die das kaiserliche Erfrischungstüchlein aber glücklicherweise einfach weglischt. Es handelt sich dabei, wie schon erwähnt, um ein ganz besonders liebevolles Tüchlein. Die erste Maßnahme zur Verbesserung der Literatur ist es daher, noch erfrischendere Texte zu schreiben, beziehungsweise den Menschen mit so frischen Winden in den Kopf zu wehen, dass die Sprachzentren rücklings ins Freie fallen. Zweitens, tut nicht nur mir und uns, sondern sicher auch vielen anderen, dass alles ganz furchtbar wehe. Ich also sagen will, dass weder das Feuilleton noch die Bachmann-Inzestzippe mit ihrer jahrelangen Gutbürgerbildung, wenn das Innebirk wüsste, noch das Publikum so hirnverwaist sein können, dass Rubinowitze oder derlei Verköcheltes in irgendeiner Weise etwas darstellen, was sich komplex und raffiniert oder irgendwie salient erweisen könnte. Viel eher stellt sich die Frage, wer die Inhalationsgerätebauer sind, die den Dampf der Belanglosigkeit weiter herumvaporisieren wollen, oder ob es tatsächlich dem Ungeist unserer Mitmonster entspricht, Journalistenpoesie als große Kunst zu feiern. Zur Halbverköchelung gesellt sich zudem ein Erscheinen der Mitten als überaus unangenehm schwammig und überdick. Es mahnt an vielen Ecken und wo es nicht mahnt, darum mahnt es zumindest. Ich empfehle also zur Schlankwerdung der Romanmitte 120 Liegestütze und 120 Sit-Ups und vielleicht können wir nach etlichen Schönheits-OPs und Fettabsaugungen darüber reden, wie man sich den Shape erhält und mit dem armen Tex etwa reden, der meint, Zitat, man kann sich einfach hinsetzen und in 10 Tagen einen Roman schreiben.
Wenn der arme Kerl, der sowieso nur 2 Stunden für einen 20- oder 30-seitigen Text braucht, dann Angst vor der Post-Bachmann-Depression hat, so könnten wir ihm sozusagen als Zugabe und erstens noch zu den 25.000 Euro zusätzlich die Therapie zahlen. What say you, Texas? Drittens, der endlose Strom. Für viele, ob Schreibende oder Feuilletonisten, scheint es heute nur mehr einen einzigen Zweck der Literatur zu geben, den ich mit dem Wort Selbsterfahrung umschreiben will. In diesem Lichte gesehen dient die Poesie vorwiegend der Vermittlung von Erlebnissen. Valide Erlebnisse sind zum Beispiel Reisen, die Liebe, tragische Tode, das Leben im Allgemeinen und natürlich vor allem das Aufwachsen an sich und als solches. Erste Gefühle erwachen, sie wollen in die parfümierten Seiten geworfen werden, damit andere sich in ihnen wiedererkennen. Besonders junge Menschen fühlen meistens sehr stark. Sie haben viele Erfahrungen zu verarbeiten und anzubieten. Diese müssen zuerst sortiert und dann in Versform gebracht werden. Wir sitzen dann später in der Lesung und bemerken, hier finden Zeilenumbrüche statt, denn jemand hat mit Anstand und System die Enter-Taste in der Mitte von Sätzen gedrückt. Ergo Lyrik. Das authentische Leben ist somit unbedingt anzustreben. Wir rudern mit weitwundem Blick über den Ganges, die Blätter werden eng am eigenen Körper geführt, der Schaft tief in die stillen Wässer des Lebens gedrückt. Die Literatur als Psychologin stellt uns Rezepte auf. Kardamom vermittelt Exotik, Portwein Lebenslust, eine unbekannte Süßspeise aus dem Orient zeigt, dass einem nichts Menschliches fremd ist. Die fernen Griesnockeln der Oma aber beweisen dabei Bodenständigkeit. Unablässig muss die eigene Biografie in den Text eingeführt werden, wie eine prall gefüllte Magensonde, damit er am Leben gehalten wird. Und sei es komatös und künstlich und nur für die Bestattung geschminkt, egal! Maßnahme? Füllen Sie ein Glas halb voll statt leer und schreiben Sie es auf, bis die Seite vor Authentizität vor Ihren Augen verschwimmt. Viere. 2 Lager der Literatur. Hier sehen Sie die Moderne. Bildungsbürger, die mit ihrem matten kolonialen Kanon- und Referenzsystem versuchen, Literatur und Kultur und Wissenschaft schmackhaft zu machen. Da ein Gauss verziert, dort ein Blumenberg verzuckert, geistige Elite und abendländische Onanie. Wenn Musik, dann Klassik. Wohlgeformte Sätze sind ihre Penis-Boy-Luftpumpe, die rechte Grammatik ihr Silicon Valley-Databusen. Sie produzieren literarische Ratgeber zur Orientierung im Kulturdschungel oder lassen uns über die Spleens der ganz, ganz Großen schmunzeln. Sie fördern Burgtheaterabonnementen. Sie abonnieren selbst. Unentwegt. Dort sehen Sie die sich selbst halb tot ironisierte Postmoderne, über die Mickrigkeit der Conditio Humana Bescheid wissend, über alles Bescheid wissend, desillusioniert, schreiben Sie nur mehr über sich selbst und Ihren Szenebezirk und ihre Szenebezirksbedürfnisse und ihre Szenebezirks-Do's und Don'ts und den Spaß, den man trotzdem haben kann und muss. Das Abstraktionsniveau reicht nicht über die eigenen Rauschbedürfnisse hinaus, denen sie regelmäßig nachgehen. Rauschspießer allesamt, versuchen sie sich durch die Fokussierung auf die eigene Leistengegend in promisker Agonie durch die Welt zu poppen und halbwegs über Wasser zu halten. Sie glauben, eine Generation zu sein. Sie glauben wirklich, die Sprecher einer Generation zu sein. Das Lager in der Mitte zeichnet sich dadurch aus, dass es mehr dem einen oder mehr dem anderen Pol zugeneigt ist. Verkaufsschlager sind gerade in jener zu finden. Maßnahmen, Überwindung von Moderne und Postmoderne. Fünftens, hinter den Kulissen. Ich möchte Ihnen etwas Schreckliches verraten, von dem ich mir nicht sicher bin, ob Sie es überstehen werden. Es könnte Ihnen blümerant werden. Riechsalze für die zarter Beseiteten stehen schon bereit. Ich bitte um eine Festklammerung an den Stuhllehnen jetzt. Die sogenannten Personen, die Sie so lebensecht und fleischlich zwischen Ihren Buchdeckeln entnehmen konnten, diese sogenannten Charaktere, existieren gar nicht wirklich. Auch wenn Sie meinten, sie mit Händen greifen oder wahlweise mit Füßen treten zu können, waren sie nie und werden nie sein. Und ich fürchte, ich habe dem Ganzen noch etwas hinzuzufügen. An die Autoren. Ich weiß, Sie haben diesen einen Charakter nicht nur aus Ihrem Herzblut unter Schreien und starken Wehen herausdestilliert, sondern ihn zudem in mehreren sehr klaren Vollmondnächten in Laken mit sich getragen, wonach Ihr Verleger
in ihm die pure, reine Menschlichkeit erkannte, die er zuvor auch in ihnen erkannt hat. Deshalb durften sie ja den Vertrag unterzeichnen. Sie haben ihren sogenannten Protagonisten Tag und Nacht mit sich herumgetragen oder Jahre mit ihm verbracht oder würden gerne auf ein Bier mit ihm gehen oder im Aufzug stecken bleiben, Zitat Clemens Setz. Nur leider ist es so, dass, wie es die Natur ihres Berufes ist, sie die ganzen Jahre leider nur mit sich selbst verbracht haben. Ein Bier mit sich selbst tranken, oder vielleicht waren es auch eher drei, und nur sich selbst in einer eigenen Schwangerschaft in freudiger Erwartung aufs Papier blüteten. Das liegt daran, dass sie leider entgegen ihrem eigenen Dafürhalten nicht dieselben Kompetenzen haben wie die Natur, nämlich Wesen zu machen. Und selbst wenn sie sich im Rahmen ihrer Zeugungsfähigkeit betätigen sollten, wird bei der Fehlverhütung entstehende Mensch ihnen nicht angehören. Leider wirken sie in niemandem anderen fort, sondern nur in sich selbst, und sogar das ist schon manchmal zu viel gesagt. Maßnahmen, nochmals gebären. Sekunde. Überhaupt nicht einfach. Deswegen ist Bankräuber auch ein Beruf, den man erst lernen muss. So. Drogen. Dies ist eine Drohung. Der Erstling von Ronja von Rönne liegt in einem Kastenwagen auf dem Beifahrersitz und wird, falls unsere Ansprüche nicht erfüllt werden, zum Äußersten gelangen. Hier ein abgeschnittenes Eselsohr im Umschlag. Es ist von Rönnes Buch abgetrennt. Sollte unsere Förderung nicht erfüllt werden durch ein Startstipendium oder sonst was, oder sollten uns unsere Druckmittel mit Auflage ca. 20.000 nicht vorbereitet werden, sehen wir uns gezwungen, Ihnen Rönnes Buch vorzulesen. Und das will niemand, das hält keiner aus, deswegen blechen Sie. Befreit werden die Texte nur, wenn Sie alle Forderungen der nach sowie vorhergestellten Manifeste umgehend erfüllen. Da wusste ich.